Ich hoffe, das Klatschen konnte man hören. Tonübereinstimmung. Herzlich willkommen. Nochmal klatschen? Ja. In diesem Video. Ja. Ja, Thema Unfälle. Nicht gut. Ich erzähle euch mal von meinen zwei Unfällen mit Autos. Mit dem Pkw. Ja, herrlich. Mit dem Motorrad hatte ich bis jetzt noch keinen Unfall. Zum Glück. Ich hatte nur einen Umfaller hatte ich zweimal. Und eigentlich dreimal, weil einmal ist mir die MT auch umgefallen und die habe ich direkt mit meinem, mit meinem rechten Fuß abgefangen. Und zwar im Holland-Urlaub. Ich kann euch mal ein Video dazu verlinken, da erkennt man jetzt nicht den Unfall oder so oder was mit passiert ist, aber na doch, ich könnte glaube ich auch ein Bild einblenden, wie mein Fuß ausgesehen hat. Also für alle, die keine Füße mögen, weggucken, da ist das Bild. So, und ihr könnt jetzt wieder gucken. Ja, so sah mein Fuß aus, nachdem die MT schön mit dem Motordeckel, die war kalt, also weiß nicht, stimmt, und ich hatte keine Schutzkleidung an, schön auf meinen rechten Fuß gefallen ist, aber eigentlich auch im Stand wieder so, ne? Ich bin immer so, ja, ich hasse das, ey, ich bin halt dumm. Keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, ich glaube, ich lenke zu doll ein, ne? Und dann habe ich die Handbremse gedrückt und dann zack, bumm, klatsch. Ja, wow. Aber ganz ehrlich, da falle ich lieber so um und mache einen Umfaller, anstatt ich irgendwen drauf fahre mit dem Motorrad, ey. Dann ist halt, keine Ahnung, der Bremsgriff oder die Kupplung kaputt oder hat einen Knacks oder keine Ahnung. Oh, Lämmerchen. Und das passiert ein, anstatt ich irgendwo, keine Ahnung, voll den Unfall baue oder hier die Böschung runter oder so, ne? Ja, zu meinen anderen beiden Unfällen mit dem Auto habe ich leider keine Bilder. Und wenn doch, blende ich die jetzt ein, falls ich welche gefunden habe. Wenn nicht, tut es mir leid. Dann kann ich euch nur eine Beschreibung abgeben. Also die Motorhaube bei beiden sah richtig scheiße aus, kann ich nur sagen. Richtig zerdötscht, richtig scheiße. Mir ist nichts passiert, dem Beifahrer auch nicht. Außer, dass mir beim Firmenwagen der Putz hinten an die Jacke geklatscht ist. War blöd. War total Schaden beim Firmenwagen. Und es war das Gute mit der Klimaanlage. Ich habe Ärger gekriegt von den Kollegen von mir. Warum hast du das kaputt gefahren? Warum nicht das andere? Ich so, ja, weil die Bremsen so gut waren. Deswegen hat es nicht geklappt. Haha. Sarkasmus. Ja. Ist halt so, ne? Kann man nichts machen. Es sollte nicht sein mit dem Wagen. Es sollte nicht sein. Deswegen ist er kaputt gegangen. Ja. Wie gesagt, ich kann nur vom Glück reden. Erste Situation. Ich bin gefahren, Autobahn, 80 km/h ungefähr. Vor mir Mercedes Kombi, der auf einmal richtig krass in die Eisen gesprungen ist. Und ich konnte noch in dem Moment bremsen. Und bin aber, hab von meinem Gefühl, ja genau, habt ihr das gesehen, wie nah der schon hier rüberkam? Hab vom Gefühl her gemerkt, oh, das wird eine knappe Nummer. Jetzt, du kommst nicht zum Stand. Man hat ja immer noch so ein paar Sekunden, wo man merkt, so fuck. Ja, und ich habe mir gedacht, fuck, und bin mit dem Auto nach rechts und habe dann die rechte Seite von dem Auto mit meiner linken Seite mitgenommen. War blöd. War aber auch gut, dass ich so ausgewichen bin noch. So ein bisschen. Weil der Fahrer hinter mir ist auch halt hinter mir erst zum Stehen gekommen. Das heißt, er stand, währenddessen ich den angetitscht habe mit meiner linken Seite, an seiner rechten Seite hinten, stand der Fahrer hinter mir, neben mir. Und ich habe bei denen im
Ich habe den angeguckt und er hat mich angeguckt und wir haben uns gedacht so, wow, fuck, Alter. Ja, in dem Moment, wo ich draufgeklatscht bin, kam der Putz von hinten geflogen. Weil Ladungssicherung ist ja auch immer so eine Sache, ne? Den hatte ich dann schön hinten an mein T-Shirt hängen. Oder am Pullover, keine Ahnung. War auf jeden Fall Herbst, so viel kann ich sagen. Die Straße war auch ein bisschen vielleicht rutschig. Ja. Keines, was passiert. Wir bleiben hier mal stehen, lass den mal fahren. Es ist niemandem was passiert. Zum Glück. Und ja, war halt eine Scheißsituation, ne? Kann ich nur sagen, war eine richtig Scheißsituation. Schiff angerufen, ein Auto, hol uns ab. Wir stehen hier 100 Kilometer von zu Hause entfernt. Zack, ne? So ist das Leben. Passiert manchmal. Ich habe auch schon mein eigenes Auto einmal platt gefahren, muss ich dazu sagen. Wir standen an der roten Ampel, da war ich mit einer Freundin unterwegs und wir wollten, glaube ich, zum Baumarkt fahren, glaube ich. Und ja, die Ampel war grün, ich fahre auch so langsam. Auf einmal hupt irgendwer, ich gucke in dem Moment nach rechts und der vor mir bremst und bleibt stehen und ich klatsche hinten komplett drauf. Ja wow, weißt du, so scheiße. Ja, aber meine ganze Motorhaube kaputt. Bei mir war 1500 Euro Schaden und bei dem Typ am Kofferraum 700 Euro. Also war nicht so geil, ey. Ja, also definitiv war theoretisch ich schuld, weil ich bin dann draufgefahren. Ich habe mich nach vorne geguckt in dem Moment. Der hat angehalten, weil schon rot war. Ja, war halt blöd. Ja. Ich habe die Konsequenzen getragen, ich habe den Preis bezahlt. Wir haben jetzt keine Polizei angerufen oder irgendwie sowas. Wir sind am Straßenrand, haben wir dann in der Straße angehalten und haben das dann bequatscht. Haben versicherungstechnisch alles bequatscht und die Sachen ausgetauscht. Und man kann das ja auch, so welche Sachen kann man ja auch ohne Polizei regeln. Ne? Ich habe zu denen gesagt, ja, tut mir voll leid, ich war abgelenkt für eine Sekunde. Und ja, sorry, dieser, also ja, alles gut, ist ja nichts passiert. Hier Versicherungsdings und... Lass mal hier, der hat einen Gutachter wohl beauftragt bei sich und hat dann geguckt, wie teuer das ist. Und er hat mich dann angerufen, dann bin ich nach denen nach Hause, hat mir gezeigt, alles das und dies. Und dann habe ich denen halt Geld gegeben und dann war auch okay. Ne, so, also man muss ja nicht die Polizei damit belästigen. Woher fahre ich hier überhaupt? Wow. Achso, ich hätte grün, ne? Also ich habe nicht grün, sondern ich habe Dings hier. Wie nennt sich das? Vorfahrt achten. Ja, jeden ist doch schon mal irgend so ein Scheiß passiert, oder? Mit einem Unfall. Wichtig ist, dass man Rücksicht nimmt. Nimmt einfach Rücksicht, ne? Damit verabschiede ich mich für dieses kleine Video hier. Könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr auch so welche Sachen in so irgendwelchen komischen Situationen schon mal gekommen seid. Ja. Ich bin gespannt. Ich wünsche euch noch einen herrlichen Tag. Genießt die Sonne. Ich hoffe, ihr habt es getan. Das Video kommt ja erst raus, wenn die Sonne schon wieder weg ist wahrscheinlich. Ja, mal gucken, wo ich jetzt hierher daddel. Wir sehen uns im nächsten Video wieder.